Ein herzliches Hallo an alle Born-to-Pflegefreunde. Cool, dass ihr wieder am Start seid. Ein Seniorenwohnhaus in Salzburg gewinnt den Modern Work Award 2022. Mal ehrlich, ich hätte da ein IT-Unternehmen erwartet oder wenigstens eine weltbekannte Firma. Aber ein Seniorenwohnhaus? Ich weiß nicht. Heute sind bei mir Christian Kagerer und Heidi Hager zu Gast. Christian ist die Einrichtungsleitung und Heidi ist die Pflegedienstleitung im Seniorenwohnhaus Nonntal. Und beide erzählen dir heute, warum sie den Award gewonnen haben. Und ganz am Anfang ihrer Reise steht Sehnsucht und Inspiration. Christian und Heidi hatten die Sehnsucht für ihre Kollegen und Kolleginnen, einen besseren Arbeitsplatz zu schaffen. Und sie haben sich inspirieren lassen. Und auf diesen Weg, auf diese Reise, möchten die beiden dich in der heutigen Folge mitnehmen. Du kannst super gespannt sein und du darfst dich inspirieren lassen. Ja, cool. Ich darf ganz herzlich bei mir den Christian und die Heidi begrüßen. Servus. Grüß Hallo. Dich. Hallo. Ach, so cool, dass ihr dabei seid bei Born to Pflege. Und wir wollen uns heute so ein bisschen unterhalten, was das Besondere am Seniorenwohnhaus Nonntal ist. Genau. Sagt mir doch mal kurz, wo ist denn euer Seniorenwohnhaus? Also unser Haus ist in Salzburg. In der Mozartstadt und im Stadtteil Nonntal, darum heißen wir auch so. Ah, cool. Okay, das ist einfach und man hört es an eurem Dialekt auch schon so ein bisschen, ja, wo ihr herkommt. Könnt ihr mal was ganz Breites, Salzburgerisches raushauen? Keine Ahnung, was... Ganz schwierig, die Salzburger Nockerl gelingen nicht immer super. Okay, da haben wir es schon. Ja, cool. Ihr habt den Modern Work Preis 2022 abgeräumt. Und wenn man jetzt an Altenpflege in Deutschland denkt, dann denkt man an Personalknappheit, man denkt an Stress. Und jetzt habt ihr in Salzburg den Modern Work Preis abgeräumt. Und darf ich ganz ehrlich sein? Bei Modern Work Preis, ich habe mir kein Seniorenwohnhaus da vorgestellt. Ich hatte eher an IT-Unternehmen oder so irgendwas gedacht. Und deswegen so meine erste Frage an dich, Christian. Was hat denn die Jury bewogen, euch diesen weltweit anerkannten Preis zu verleihen? Ja, vielleicht war es genau das, dass wir eben ein Seniorenwohnhaus sind oder aus dem Gesundheitsbereich oder Sozialbereich kommen, weil das sicher interessant ist, weil aus diesem Bereich, das merkt man selber auch in der Diskussion, ganz wenig Initiativen in diesem Bereich kommen. Aber ich glaube, es war nicht nur das. Wir haben ja vor 5 Jahren angefangen, unser neues Haus zu planen. Das war die Herausforderung und uns treibt so ein bisschen die Sehnsucht nach was Besseren an. Und wie wir da gestartet sind, und das haben wir auch beschrieben, dass es aus keiner Not heraus passiert ist, sondern dass es wirklich daraus passiert ist, einen besseren Arbeitsplatz für alle unsere Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Und vielleicht hat auch ein bisschen so beeindruckt die Konsequenz, mit der wir das machen. Wir haben nicht angefangen, vielleicht irgendwo eine kleine Besprechungsstruktur zu verändern, sondern wir haben radikal umgestellt und haben wirklich eine total flache Hierarchie geschaffen. Wir haben die interne Bürokratie komplett zurückgefahren. Wir haben eine konsequente Beteiligungskultur bei uns von allen Kolleginnen und Kollegen. Jeder kann sich bei uns einbringen. Jeder kann Entscheidungen treffen. Wir haben umgestellt auf Selbstführung, haben die mittlere Führungsebene abgeschafft und haben Instrumente eingeführt, wie eine Kommunikations-App, wie Entscheidungsmethode 5-to-Fold und so weiter. Ich glaube, dass das so beeindruckend war, dass wir so in dieser Radikalität im positiven Sinne natürlich und in dieser Konsequenz einfach einen neuen Weg gegangen sind. Okay. Wir werden da auf manche Sachen noch mal ein bisschen genauer eingehen. Du hast schon so ein paar Schlagworte rausgehauen. Ihr seid es radikal angegangen und
Bei euch war eine Sehnsucht nach was Besserem. Den habe ich jetzt so rausgehört. Eine Sehnsucht für die Mitarbeiter, einen guten Arbeitsplatz zu schaffen. Ja, jetzt sind ja Pflegeeinrichtungen, so wie ich sie kennengelernt habe, und ihre Mitarbeiter, die sind ja oft mit dem Status quo mehr oder weniger zufrieden oft. Und jetzt habt ihr euch auf diese Reise gemacht. Heidi, beschreibt mal diese Reise oder warum ihr euch auf den Weg gemacht habt und warum ihr nicht so weitergemacht habt wie bisher. Was waren da so die Gründe? Ja, oft wird ja beschrieben, dass es aufgrund von Krisen oder massiven Problemen eine Umstellung notwendig macht. Bei uns war es nicht so, uns ist auch vorher gut gegangen, aber wir haben eben die Chance bekommen, ein neues Haus zu bauen. Ein neues Haus neben dem alten Haus. Und wir haben die Entscheidung getroffen, ein neues Pflegekonzept, ein neues Konzept in dem neuen Haus zu installieren. Und uns war auch klar, dass es eine Anpassung an die Zeit braucht. Also, dass wir nicht mit alten Strukturen weiterfahren können oder auch nicht wollen. Und das Modell der Hausgemeinschaft, so wie wir es jetzt im neuen Haus umsetzen, es bietet auch die Chance für mehr Individualität und bietet auch die Chance, Abkehr vom Krankenhaus, also nicht in dieser Form zu arbeiten. Und aus unserer Sicht hat es auch dieses neue Modell eine passende Organisationsform benötigt. Und damit eben auch dieses Modell zur Wirkung kommen kann. Also wir wollten dem neuen Modell im neuen Haus auch eine neue Organisationsstruktur, eine neue Organisationsform anpassen. Okay. Beschreibt mal diesen, ihr nennt es, glaube ich, Non-Tal-Weg. Und was für euch da auf jeden Fall dazugehört hat bei dieser Reise? Ja, also wir haben natürlich uns inspirieren lassen von Frederic Laloux, der das Buch geschrieben hat, Reinventing Organizations, wo ja eine ähnliche Institution, zwar viel größer und in der Hauskrankenpflege, Bürzeug, das ja sehr bekannt ist, beschrieben ist, haben uns aber nicht näher beschäftigt mit anderen Unternehmen, sondern bewusst mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen einen eigenen Weg begangen. Was uns wichtig waren, diese drei Durchbrüche, die Laloux beschrieben hat. Das ist die Selbstführung, die Ganzheit und der evolutionäre Sinn. Wir haben uns mit unseren Kolleginnen eben auf den Weg gemacht und geschaut, wie können wir diese drei Durchbrüche bei uns verwirklichen. Und da haben wir kleine Teams gebildet, damit Selbstführung möglich ist. Das geht in großen Teams nicht. Kleine Teams, die interdisziplinär zusammenarbeiten in den Hausgemeinschaften, das ist so ein bisschen der Schlüssel für die Selbstführung. Und haben dann eben das Thema Ganzheit und das Thema evolutionärer Sinn versucht umzusetzen. Das ist so und das meiste. Und was natürlich ganz wichtig ist, dass es eine stabile und gute Wertehaltung gibt, die kommuniziert ist. Also wir haben einen Organisationskompass, wo unsere Werte vermerkt sind, wo jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin weiß, für was wir stehen, welche Betreuungsqualität wir haben wollen, dass Beziehung bei uns im Mittelpunkt steht. Und so haben wir uns neu formiert, neu gestaltet und aufgestellt. Also wenn ich es richtig verstehe, dann habt ihr beide euch inspirieren lassen. Christian, du bist Einrichtungsleitung und Heidi, du bist Pflegedienstleitung. Und du hast jetzt gerade eben gesagt, ihr habt es mit den Mitarbeitern zusammen gemacht. Warum habt ihr nicht so, okay, da wollen wir hin, entweder ihr geht mit oder ihr sucht euch ein anderes Wohnhaus, Seniorenwohnhaus. Warum habt ihr sie mitgenommen und wie habt ihr sie mitgenommen? Könnt ihr das nochmal genauer beschreiben? Also passiert ist das Ganze so. Wir haben im alten Haus einen Workshop gehabt mit den Führungskräften zum Thema Vertrauen führt.
Weil irgendwie so bei einer Mitarbeiterbefragung auszukommen ist, na ja, Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Führung könnte besser sein. Mhm. Und dann haben wir einen Outdoor-Tag gemacht mit einem Trainer und das war ganz cool. Und am Schluss hat der Trainer zu mir gesagt, wenn du wirklich wissen willst, wie Vertrauen führt, dann lest den Lalu. Ich war dann in Urlaub in der Toskana, habe das Buch verschlungen. Ich bin sonst kein Vielleser, aber das hat mich einfach fasziniert, weil es in vielen Bereichen schon das einfach auf den Punkt gebracht hat, wie wir schon denken. Also wir haben einiges schon gehabt, die Dualpflege, Bezugspflege und so weiter war schon da und das hat ganz gut dazu gepasst. Ich bin dann zurückgekommen und habe gesagt zu Heidi, bitte lest das Buch. Das ist was, das könnte etwas für uns sein. Und die Heidi hat das dann natürlich sofort gemacht, weil wir ja super zusammenarbeiten. Und dann ist es so, dass wir wirklich die Kolleginnen und Kollegen beteiligen. Und wir haben uns dann in einer großen Versammlung vor unsere Leute hingestellt und haben gesagt, wir haben eine Idee. Da gibt's was, wie man vielleicht besser neu miteinander arbeiten kann. Und dann hat es eine Abstimmung gegeben. Und dann haben die Kollegen gesagt, ja, wir gehen mit, wir machen das, probieren wir das. Ich glaube, dass viele nicht gewusst haben, auf was sie sich einlassen. Und wahrscheinlich wir selber auch nicht. Wir sind da ziemlich blauäugig gestartet, aber wir sind einfach gegangen. Mhm. Uns war der Weg wichtig. Und wir haben dann wir haben Besucherfahrten gemacht in andere Häuser, da haben wir dann viele Fragen formuliert. Wir haben dann 10 konkrete Fragestellungen gehabt und zu diesen 10 konkreten Fragestellungen hat es Arbeitsgruppen gegeben und da haben sie spontan, circa die Hälfte der Kolleginnen sofort spontan zu Arbeitsgruppen eingeschrieben. Und in diesen Arbeitsgruppen waren die Heidi und ich gar nicht dabei. Da hat es eine kleine Moderationsausbildung gegeben für die Mitarbeiter und das haben Kollegen einfach für Kollegen moderiert und wir haben nur mal das Ergebnis zusammengefasst. Und das war dann eigentlich die Struktur des neuen Hauses. Das ist dann eingeflossen in ein Strukturpapier und so leben wir seit 3 Jahren. Also Kolleginnen und Kollegen haben das entwickelt. Natürlich mit Begleitung, mit ganz wenig Beratungsleistung. Wir haben einen Berater gehabt, Gernot Znider, der speziell die Heidi und ich manchmal so als Sparringpartner einfach wir mit ihm gewisse Dinge besprochen haben. Und so sind wir am Weg gewesen und so war die Beteiligung bei uns extrem groß. Und diese Beteiligung, die gibt für einen Veränderungsprozess eine extreme Power, weil es die Mitarbeiter selber gemacht haben. Okay, also das heißt, euer Sparringspartner, er hat euch ab und zu die Fresse poliert und dann, und dann ist es weitergegangen. Okay, ich verstehe. Heidi, vielleicht zu dir. Eure Philosophie ist so Beziehung und euer Slogan lautet ja Beziehung leben. Und ihr setzt da eine ganz konsequente Bezugspflege auch um. Kannst du das mal kurz erklären, was das heißt und wie ihr das in den Wohnbereichen umsetzt? Also der Rüdiger Bauer sagt ja, das, was wirklich wirkt, ist doch nur die Beziehung. Und ich denke, das betrifft beide Seiten. Das betrifft die Mitarbeiter, das betrifft die Bewohner. Es geht ja um zutiefst menschliche Bedürfnisse. Wir wollen Sicherheit geben und ich denke, dieses Zuwendung geben, hinhören, dass sich der Mensch geborgen fühlt, das ist einfach in dieser Bezugspflege, die wir Dualpflege nennen, da ist das möglich. Wir nennen das System Dualpflege und in diesem System hat jeder Pflegemitarbeiter so eine Hauptverantwortung, eine Zuständigkeit für 3 bis 4 Bewohner. Für diese 3 bis 4 Bewohner ist er der Begleiter, ist sie die Begleiterin. Wir machen das öffentlich, das heißt, jeder Bewohner kennt seinen Begleiter und zwar sehr gut. Jeder Angehörige kennt den Begleiter, der Hausarzt kennt den Begleiter. Der Name des Begleiters steht auch schon beim Bewohner an der Tür, also es wird wirklich dargestellt. Und somit wird ja auch Verantwortung übernommen. Das heißt, ein Pflegemitarbeiter hat eine überschaubare und eine machbare Verantwortung. Er hat spezielle Aufgaben, die genau formuliert sind für diese Bewohner. Und er hat auch nicht das Gefühl, dass er überfordert ist, weil er weiß, diese Aufgaben hat er für
3, 4 Bewohner. Und für die anderen Bewohner hat auch jemand diese Verantwortung und auch jemand diese Aufgaben. Und ich kann nur ein Beispiel nennen, wie diese Beziehung wirkt. Das war sehr eindrucksvoll, als wir von dem alten Haus ins neue Haus übersiedelt sind. Wir haben ja im alten Haus über, ja, an die 80 Bewohner übersiedeln müssen ins neue Haus. Und wir haben diese 80 Bewohner selber aussuchen lassen, in welches Zimmer sie im neuen Haus übersiedeln möchten. Und es war zu einem sehr großen Teil, es war wirklich sehr schön, nicht wichtig für den Bewohner, in welches Zimmer er kommt. Aber es war wichtig, wo ist mein Begleiter? Dort, wo mein Begleiter arbeitet, da möchte ich wohnen. Und es war sehr eindrucksvoll und wirklich auch schön. Und es bestätigt. Also nichts wirkt so sehr wie die Beziehung. Ich fühle mich geborgen und ich fühle mich wohl. Und es kümmert sich jemand um mich. Und ich weiß auch als Mitarbeiter, hier habe ich jemanden, um den ich mich kümmern muss, der mich braucht und für den ich wichtig bin. Und ich denke, das ist ja eine sehr schöne Form, die auch die Mitarbeiter sehr motiviert. Wir haben ja in unserem Kompass, in unseren Zielen, so in der Vision auch formuliert, der Anblick eines glücklichen Menschen ist unser Sinn. Und die Beziehung, die wir in dieser Form eingehen, trägt wesentlich dazu bei. Also die Dualpflege hat einfach viele Vorteile. Und ich habe schon gesagt, der Angehörige hat einen Ansprechpartner, einen, dem er die Geschichte nicht ständig neu erzählen muss. Der Bewohner hat seine Geschichte sich anvertraut und somit ist es einfach auch klar, wer ist für mich zuständig. Es sind menschengerechte Strukturen. Ich bin für 1, 2, 3 Bewohner zuständig und das schaffe ich auch. Also da kann ich auch mit Verantwortung die Entscheidung treffen. Und das bringt ja auch Erfolg, wenn ich ein direktes Feedback von den Angehörigen, vom Bewohner bekomme, eine direkte Rückmeldung vom Angehörigen, nicht oben die Pflegedienstleitung, sondern ich als betroffener Mitarbeiter bekomme diese Rückmeldung und das ist Motivation. Da kümmert sich ja ganz konkret wer um mich und da kümmert sich wer um eine Person und das schafft ja sehr viel Vertrauen. Und was ich gesagt habe, glaube ich, ist ganz wichtig, dass dieser Aufdruck, diese Aufgabe, die ich habe, überschaubar ist, dass es mich nicht überfordert, dass ich nicht komme und sage, so, heute bin ich für 15, 20, 25 Leute zuständig. Ja, ich mache meine Basisarbeit, aber die speziellen Aufgaben habe ich für 2, 3 Bewohner. Und es gibt ja die Beispiele, wo man sagt, eine gute Mitarbeiterin, die kommt in den Dienst, die ist besonders gut im Pflegeplanung formulieren und die arbeitet heute von 15 Pflegeplanungen, die offen sind, 5 ab, hat 5 geschafft, geht nach Hause und sagt, 10 muss ich noch machen. Und wenn ich in der Bezugspflege aber 3 Pflegeplanungen geschafft habe, dann habe ich im Vergleich nur 3, aber ich bin zufrieden, weil ich auch sagen kann, ich habe meine Planungen für meine Bewohner, die mir anvertraut sind, fertig. Und damit entsteht auch keine Überforderung und eine gute Motivation. Also es sind so Beispiele. Es entstehen besonders schöne Momente. Also ein Bewohner vertraut sich an mit seinem Wunsch, seinem Herzenswunsch, ich möchte noch einmal nach Hause, wo ich aufgewachsen bin. Und so kann man auch, der Begleiter entscheidet, ja, das ist gut für meinen Bewohner oder ja, das ist gut für diese Situation, in der er jetzt gerade ist. Ich denke, die Bezugspflege zeigt sich auch ganz deutlich in der letzten Phase, wenn ich den Menschen begleite, in der palliativen Phase. Da wirkt diese Beziehung und dieses Vertrauen und es gibt eine große Sicherheit auch für die Angehörigen in dieser Zeit und in diesem interdisziplinären Team so zusammenarbeiten, dass der Mitarbeiter wirklich Entscheidungen treffen kann. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor, der sehr motivierend in der Arbeit ist. Ja, die Beziehung zu den Bewohnern und
Jetzt kommen wir mal zu der Beziehung untereinander und unter den Kollegen. Und diese Beziehung speist sich ja ganz stark aus der Kommunikation auch, also wie man miteinander redet. Und aus meiner Erfahrung ist ja zwischenmenschliche Kommunikation eins von den komplexesten Dingen, die es gibt. Und die kann ja auch richtig schief laufen. Deswegen meine Frage an dich, Christian. Wie kommuniziert ihr jetzt und wie kommuniziert ihr nicht mehr? Und warum vielleicht so diese beiden Ebenen, ihr als Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung mit euren Mitarbeitern und aber auch die Mitarbeiter untereinander? Also wie nicht mehr und wie kommuniziert ihr? Ja, manchmal ist es erstaunlich, dass wir uns überhaupt verstehen, gell, wenn man miteinander spricht. Kommunikation, wie du sagst, ist etwas Kompliziertes. Wir investieren sehr viel in Kommunikation, weil es der Schlüssel für ganz vieles ist. Wir leben oder versuchen zu leben die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Wir bieten den Teams auch Fortbildungen natürlich auch jährlich für diese Kommunikationsart. Wir geben uns aber nicht die Illusion hin, dass jeder Mitarbeiter in ein paar Stunden GFK erlernen kann. Weil GFK ist ja viel mehr als wie diese vier Schritte. GFK ist eine Haltung. Aber trotzdem, es gelingt, zu sensibilisieren mit diesen Schulungen. Eine Mitarbeiterin hat einmal gesagt zu mir, ich denke jetzt ein bisschen öfter nach, bevor ich was sage. Ob ich es richtig sage. Und, das wäre ja schon mal gut. Und wenn du nicht ständig aus der Hüfte schierst und aus der Emotion heraus Dinge sage, ist das schon ein wichtiges Ding. Wie wir nicht kommunizieren, also nicht mehr von oben nach unten. Also wir kommunizieren auf Augenhöhe. So Dinge wie, das habe ich jetzt gesagt und das nimmst du jetzt und aus solche Kommunikationen gibt es nicht mehr. Also wir gehen auf die Bedürfnisebene, wir schauen, was brauchen die Menschen und wir versuchen gemeinsam Lösungen zu schaffen in der Kommunikation. Ich sage aber so, das Arbeitsgerät eines Tischlers ist der Hobel. Das Arbeitsgerät einer Führungskraft ist Kommunikation. Mhm. Und wenn der Tischler den Hobel nicht beherrscht, dann gibt es kein gescheites Möbel. Ich bin Tischler. Und wenn eine Führungskraft die Kommunikation nicht beherrscht, dann hat es was nicht kapiert. Es geht darum, dass wir uns weiterbilden und dass wir gelungene Kommunikation versuchen. Das geht natürlich nicht immer auf. Ja, selbstverständlich, wir sind auch nur Menschen. Es gibt Momente, wo ich mir sage, nach einem Gespräch, naja, war nicht so glorreich. Und es gibt Momente, wo ich mir denke, es ist echt gelungen und es ist schön. Wir gingen beide glücklich auseinander. Und es gilt, diese Momente zu vermehren, wo Kommunikation gelingt. Es geht ums Zuhören, um zu verstehen. Ganz was Wichtiges, es geht um gemeinsam Vereinbarungen treffen auf Augenhöhe. Und es geht ganz oft um das Stellen der richtigen Fragen in der Führung und nicht um immer Lösungen und Antworten zu geben. Manchmal braucht es einfach auch Fragen, so wie Bodo Jansen das auch sehr schön beschreibt. Es geht um, wer fragt, führt und wer die richtigen Fragen stellt, hilft den anderen, seine Lösung zu finden. Es geht nicht um meine Lösungen, sondern es geht ja um die Entscheidungen der Kolleginnen und Kollegen. Das sind so, wir sind zum Beispiel alle per Du, das ist uns wichtig. Wir versuchen nicht über, sondern mit den Betroffenen zu reden, gelingt natürlich nicht immer. Auch bei uns im Haus gibt es Tratsch und Gerüchte, da versuchen wir natürlich anzukämpfen. Wir haben so Sätze oder so Geschichten uns zurechtgelegt, wie die drei Siebe des Sokrates. Es gibt eine kleine Geschichte, wo man sagt, ist es wichtig, ist es gut, betrifft es mich? Und wenn die drei Sachen zutreffen, dann erzähl es mir. Und wenn das nicht gut ist, wenn das nicht wichtig ist und wenn es mich nicht betrifft, dann erzähl es mir bitte nicht. Und so weiter. Oder mit so Sätzen wie zum Beispiel, haben wir irgendwo stehen, was Hans über Grete sagt, sagt mehr über Hans als über Grete. Da versuchen wir einfach zu sensibilisieren. Ja, was heißt denn das, wenn ich beim anderen ausrichte und wenn ich über jemanden anderen drüber fahre? Das ist so, was wir durch die App Stackfield wirklich geschafft haben. Unsere Kommunikations-App ist so,
dass wir ganz kurze Kommunikationswege haben, ganz schnelle Kommunikation. Jeder kann mit jedem auch schreiben, auch wenn ich nicht im Dienst bin, Fragen stellen und so weiter. Das auch Dinge schnell klären, nicht auf die lange Bank schieben und so weiter. Das sind so die Themen in der Kommunikation. Okay. Und Heidi, habt ihr nochmal so bestimmte Regeln, wie ihr miteinander kommuniziert? Ja, Regeln. Wir haben eben diese Regeln aufgestellt, dass wir sagen, wir möchten mit dem Betroffenen das Thema besprechen. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat oder eine Themenstellung, dann gibt es so die Regel, ich spreche das mit der betroffenen Person an, wenn es möglich ist, unter vier Augen. Und wenn ich nach GFK wirklich auch, was löst es bei mir aus und dem Mitarbeiter oder dem Kollegen die Möglichkeit geben, dass er dazu Stellung nimmt. Wenn es sich lösen lässt, ist das ganz eine tolle Erfahrung, weil dann hat der Mitarbeiter das Gefühl, wow, ich habe das selber geschafft. Es hat jetzt keiner mir helfen müssen. Und wenn es nicht geht, dann wissen aber die Mitarbeiter klar, dass die Möglichkeit gibt, eine Vertrauensperson heranzuziehen zu einem Gespräch, zu einem Konfliktgespräch oder auch einen von uns, den Christian oder mich, oder in weiterer Folge gibt es sehr viel Unterstützungsmöglichkeit beim Magistrat, bei der Stadt. Wir haben die Möglichkeit Coaching, also es gibt für jeden Mitarbeiter drei Stunden oder mehr Coaching in schweren Situationen. Und wir haben das auch schon in Anspruch genommen, wenn es wirklich irgendwo reibt oder ein sehr schwerer Konflikt sich nicht anders lösen lässt. Vielleicht darf ich nur ergänzen, wir haben vor kurzem installiert, also auch um Krisen besser zu bewältigen, kleine und größere, ein Peer-System. Das hat eine Firma bei uns eingeführt, Intervent Plus, die auch das beim Roten Kreuz zum Beispiel machen, ist ja bekannt, wenn nach Einsätzen Mitarbeiter noch irgendwas mit nach Hause nehmen. Und da haben drei Peers ausgebildet worden, also Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Berufsgruppen, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wenn es mir mal nicht so gut geht, und die auch einschätzen können, okay, passt das jetzt noch oder brauchst du weitere Hilfe? Also es gibt so ein ganzes Netz auch und Unterstützung bei uns, wie so eine Psychologin im Haus jeden Donnerstag, die nicht nur für Bewohnerinnen und Bewohner da ist, sondern auch für Kolleginnen und Kollegen. Also es gibt ganz viele Maßnahmen, damit sich der Einzelne reflektieren kann und auch damit natürlich auch Kommunikation besser funktioniert. Nichtsdestotrotz geht es manchmal auch daneben. Ganz klar. Wir wollen uns aber dem Thema weiter widmen. Wir wollen auch speziell nächstes Jahr wieder einen Workshop machen. Die Heidi und ich machen ja für alle Teams immer wieder mal Workshops, so von 4 Stunden, wo wir Themen aufgreifen, wo wir dann in die Tiefe gehen mit den Teams. Die Teams sind bei uns ja in der Größenordnung von 8 bis 9 Personen und wo man dann schon Dinge ganz gut besprechen kann. Und da wollen wir auch dieses Thema Kommunikation immer wieder vertiefen, immer wieder in Erinnerung rufen. Ja, cool. Wir werden uns nochmal weiter unterhalten und wir werden noch mehr von euch hören. In der nächsten Folge werden wir uns so ein bisschen darüber austauschen, was Pflegeteams tatsächlich motiviert. Aber mir bleibt erstmal ein herzliches Dankeschön, Heidi an dich und Christian an dich. Cool, dass ihr bei Born to Pflege dabei wart und einfach so über Seniorenwohnhaus in Nonntal erzählt habt und wie ihr euch auf die Reise gemacht habt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ja, sehr gerne. Und ich verabschiede mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hast du noch eine Sehnsucht? Eine Sehnsucht für deine Kollegen und Kolleginnen? Lässt du dich inspirieren für die Altenpflege? Oder bist du nur noch desillusioniert, gelangweilt und ist dir alles gleichgültig? Denk doch mal nach. Jede Reise oder jeder Urlaub beginnt mit der Sehnsucht, wow, da möchte ich mal hin. Und jeder Urlaub beginnt mit einer Inspiration. Ein Freund oder eine Freundin erzählt dir, hey, da muss ich mal hin. Oder du siehst Bilder im Internet, die dir gefallen und du denkst, wow, cool, da will ich hin.
Wo könntest du dich für deine Arbeit in der Altenpflege inspirieren lassen? Christian und Heidi haben das Buch von Frederic Laloux verschlungen, Reinventing Organizations. Das gibt's auch in Deutsch. Vielleicht wäre ja das was für dich. In der nächsten Folge erzählen sie dir dann, welche Faktoren für die beiden unbedingt dazugehören, dass Pflegeteams motiviert arbeiten. Du darfst gespannt sein.